Hallo und willkommen zurück, Leute. Ich habe die, ich glaube mal zumindest, dass es die letzte Quest ist, gefunden. Das ist die, die ich eigentlich mal machen wollte. Wir sind zurück in Gerudo-Stadt natürlich, in der einen Ecke von Gerudo-Stadt, um genau zu sein. Hier diese Ecke. Und sprechen mal kurz mit der. Ah, Fremde. Sava. Also ich wollte hier ein Obstfeld anlegen. Ich habe Abfall weggeräumt, Unkraut gejätet, die Beete umgegraben und habe mich ganz doll angestrengt. Aber es wurde ganz viel Abfall angeschwemmt. So ist das Wasser nicht mehr zu gebrauchen und ein Feld kann ich so auch nicht mehr anlegen. So, der Umweltsünder. Das ganze Müll, ja, sind hier Melonenschalen und die... Diese Tusse, die das zu verantworten hat, haben wir eigentlich sogar schon mal gefunden. Man kann hier theoretisch den Abfällen einfach folgen, aber wir wissen schon, wo die sind. Wo die Dame ist. Die hockt nämlich da oben und isst einfach ihre Melonen, was ziemlich fucking dreist ist. Und wirft dann den Müll da rein. Ist natürlich bitter. An sich vielleicht nicht mega schlimm, aber ist schon bitter. Natürlich komme ich da nicht hoch. Fucking Wasser, ich hasse Wasser. Okay, gut. Mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Was soll das? Bei deinem Anblick vergeht mir der Appetit. Verzieh dich. Es ist so. Blablabla, kleines Mädchen weint. Hör auf, deinen Müll da reinzufallen. Was? Wie? Abfall? Eine kleine Wei ist ganz traurig deswegen? Was soll denn das? So plötzlich. Ich kann ja wohl machen, was ich will. Sieh mich nicht so an. Schon klar, ich verstehe ja. Aber dafür musst du mir einen Wunsch erfüllen. Ich würde so gerne Wildbeeren essen und wenn es nur einmal in meinem Leben ist. Wenn du mir Wildbeeren bringst, dann esse ich auch keine Melonen mehr. Ich verspreche es. Ja, okay. Wildbeeren wachsen in den verschneiten Gebieten der Gerudo-Hochebene. Dort gibt es viele steile Hänge und man kann sie nur schwer pflücken. Deshalb sind sie so schwierig zu bekommen. Nicht mal auf dem Markt gibt es welche. Ach ja. Die Dinger sind recht klein, also wäre eine einzelne allenfalls für den hohlen Zahn. Mal überlegen. Bestimmt will sie 10. 10 Stücke sollten es schon sein. Okay. Wildbeeren, haben wir welche? Du, ich glaub fast nicht. Sieht jetzt nicht auf ersten Blick so aus. Wildbeeren, wir haben 22. Fuck you. Ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Essensreste solchen Schaden anrichten würden. Aber so leid mir die Kleine auch tut, ich kann die Melonen nicht aufgeben, wenn du mir nicht 10 Wildbeeren bringst. Deswegen habe ich sie hier für dich. Was? Wirklich? Bitte sehr. Verpiss dich. So süß! Das sind also Wildbeeren. Die schmecken gut und machen beim Essen kaum Abfall. Die perfekte Frucht. Perfekt? Naja. Wenn ich die habe, kann ich auf alles andere verzichten. Das mit der Kleinen tut mir wirklich leid. Ich habe jetzt erst gemerkt, was ich mit meinem Egoismus angerichtet habe. Ich werde hingehen und den Abfall aufräumen. Du hast mir wirklich die Augen geöffnet. Sag, sag. Sab, sab. Sab, sab. So, dann gehen wir zurück zu der Kleinen und holen uns hoffentlich eine Belohnung ab. Hoffentlich zumindest, ja. Und wehe, wenn nicht. So, was wir auch noch machen wollten, ist uns die Rüstung holen, die wir im Geheimclub gefunden haben. Dafür haben wir Leuchtsteine gebraucht und ich glaube, ich habe genug. Oh, bitte sag mir, ich habe genug. Warte mal. Inventar nochmal. Wo war das? Oh, wir haben 13. Wir brauchen, glaube ich, 9. Huch, wo ist sie denn? Ist sie das? Du, wir haben deine Quest erledigt. Hör zu, eine nette Weihe hat mir geholfen, hier den ganzen Abfall wegzuräumen. Jetzt fließt das Wasser wieder wie vorher. Du hattest ihr von dem Abfall hier erzählt, oder? Sag, sag. Und noch was. Die Weihe hat mir Frostmelonen geschenkt. Hier, ich gebe dir auch was ab, weil du mir so nett geholfen hast. Klasse. Ach ja, von der Weihe, die hier aufgeräumt hat, habe ich sogar noch Wildbeeren bekommen. Die habe ich gleich auf dem Feld angepflanzt. Jetzt habe ich ein Wildbeerenfeld. Du kannst gerne jederzeit welche davon essen, wenn du möchtest. Echt? Sind die... Kann ich schon pflücken? Nee, ne? Der. Schade.
Okay, Fakt ist, wir holen uns jetzt unsere Rüstung kurz und hoffen, dass das jetzt alle Quests waren. Das wäre echt cool, wenn das so sein sollte. Das wäre echt richtig cool. So, können wir rein ohne Passwort? Ja. Yeah. Servus, ich will die Rüstung kaufen. So, einmal. So, nochmal. Leuchtanzug. Und nochmal. Dann sehen wir richtig fucking cool aus. Meine Frage ist, ob ich die jetzt hier schon anziehen kann. Ich glaube fast nicht, ne? Werde ich wahrscheinlich rausgeworfen. Könnte das sein? Wollen wir es probieren? Wir probieren es lieber nicht. Steht dann da was dabei? Bla bla bla, bla 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 bla. Leuchtet sie im Dunkeln. Ist cool, dass sie im Dunkeln leuchtet. Also, muss ich schon zugeben. Aber ich schätze, am Tageslicht leuchtet sie dann nicht, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Mal gucken, ob wir die auch upgraden können. Das würde es noch besser machen, natürlich. Oh, die hat eine Quest für uns. Mir ist nicht verborgen geblieben, was du für die Mitglieder meines Stammes getan hast. Als Königin danke ich dir. Sag, sag. Hiermit bist du ein Ehrengerudo. Und als solchem vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Wir haben den Donnerhelm. Kein Blitzschaden. Cool. Boah. Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist Obosas Kraft so würdig wie du. Fucking cool. Schatz der Gerudo. Können wir den hier anziehen? Sollte doch eigentlich gehen, oder? Sieht schon funny aus, du. Hat es einen Rüstungswert? Ja, 3. Ist natürlich jetzt ein bisschen wenig, ne? Wäre cool, wenn die Bewohner darauf reagieren würden. Aber hey, ein Donnerhelm. Sieht funny aus. Zusammen vielleicht mit der Leuchtrüstung? Und schon fliege ich raus. Sofort festnehmen. Fuck, nein! Warum ich? Warum ich? Tja, okay, also der Helm funktioniert. Den Helm können wir anziehen, aber... ja, den Rest nicht. Bla bla bla, bla bla bla. Ja, okay, der Helm macht vielleicht Sinn. Ah, siehst du? Oh, dieser Helm. Oh, die sind richtig begeistert davon, ich sehe schon. Dann probieren wir mal kurz, den anzulassen, aber... sagen die was dazu? Nee. Sub-Sub. Haben die jetzt alle eine Reaktion drauf, oder? Nicht so wirklich, ne? Okay, das waren dann wohl nur die Wachen oder so. Ich meine, der Helm ist schon ziemlich fucking nice. Der ist komplett vergoldet. Ich meine, fucking hell. Gut, dann, warte, was wollten wir machen? Ich würde gern probieren, die Leuchtrüstung zu upgraden, ehrlich gesagt. Wir ziehen die mal kurz an. Das sieht schon funny aus. Ach, die leuchtet immer nur Impulsen. Aber schon funny. Oh, der hat eine Quest. Hey, warte mal. Oh, nur ein Mann. Ich habe gehört, Gerudo-Damen mögen Männer mit Sandstiefeln. Deswegen renne ich hier rum. Aber nix. Niemand spricht mich an. Vielleicht stimmt das mit den Stiefeln gar nicht und jemand hat sich einen Scherz mit mir erlaubt. Sandstiefel? Du läufst ganz schön viel in der Wüste herum für jemanden ohne Sandstiefel. Für mich wäre das ja nix. Wir sollten uns mal als Frau verkleiden und den nochmal ansprechen. Das merkt er nicht, wenn wir uns vor dem verkleiden. Sub, sub? Ich bin Tuska, 35, alleinstehend und ich laufe gerne. Alle sagen, dass ich einfach nie aufgebe. Manche meinen das sogar nett. Bist du allein hier? Wenn du magst, lass uns doch mal zusammen. Du läufst auf Sand. Oh, dir sind also meine Sandstiefel aufgefallen? Mit denen kann ich über Sand laufen, ohne gebremst zu werden. Sehr praktisch beim Laufen in der Wüste. Wenn du willst, könnten wir... Ich will Sandstiefel. Hm? Oh, diese Sandstiefel sind sehr selten. Ich würde sie dir ja geben, aber...
Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Mhm. Ich meine, ich gebe sie dir, wenn du mir einen Gefallen tust. Hast du von der achten Kriegerin gehört? Nö. Es gibt bei den Gerudo eine Geschichte von 7 Kriegerinnen, aber es soll noch eine 8. Kriegerin geben. Niemand weiß, warum ihre Existenz in der Geschichte verschwiegen wird. Schon als Kind hat mich die Geschichte der geheimnisvollen 8. Kriegerin gefesselt. Wenn du also die 8. Kriegerin findest, kannst du meine Sandstiefel haben. Ich schau mal. Angeblich wird die 8. Kriegerin von den Bewohnern der Gerudo-Hochebene verehrt. Dort nennt man sie die rotbraune Riesin. Das ist alles, was ich weiß. In Gerudo-Stadt sollte sich jemand finden lassen, der sich mit der Legende um die 7 Kriegerinnen auskennt. Also, wenn du mir ein Bild oder so zeigen könntest, auf dem Bild sollte der gesamte Oberkörper sichtbar sein, wenn das geht. Oh, was will er mit dem Oberkörperbild von der? Hier, du kannst dir gern diese Stiefel ausleihen. Ich bin sicher, sie werden dir hilfreich sein. Schneestiefel? Das sind doch Schneestiefel. Bist du behindert? Wow. Klasse. Ich meine, danke, aber what the fuck? Die Gerudo-Hochebene ist von tiefem Schnee bedeckt. An solchen Orten kommt man zu Fuß schlecht voran. Wenn man allerdings Schneestiefel trägt, kann man auch im tiefsten Schnee herumlaufen wie auf festem Sand. Ach so, es geht um Schnee, ach so. Ach was, schneller noch. Es gibt niemanden mehr, der sie herstellen kann, deswegen hätte ich sie gern wie irgendwann zurück. Nö. Die 8. Kriegerin ist nur eine Legende. Viele haben nach ihr gesucht, aber niemand hat etwas gefunden. Aber während wir der Legende nachgehen, freunden wir uns langsam an und dann... Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob diese Quest uns irgendwie was direkt sagt, uns irgendwo hinführt. Und dann merken wir, nein, tut's nicht. Und dann merken wir, fuck. Und dann merken wir haben eine Historikerin eigentlich kennengelernt gehabt. Die hat irgendwo da drin gewohnt. Ich glaube direkt hier. Wir probieren mal, ob sie was weiß. Sabasaba. Bla bla bla, bla bla bla, Tempel, bla bla bla. Eine von den 7 Kriegerinnen auf... ist sie eine Kriegerin? Nee, oder? Aber sie redet von den 7 Kriegerinnen. Ja, okay, aber anscheinend weiß sie nichts über die 8. Das ist schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Gut, wir probieren die Rüstung zu upgraden. Und dann schauen wir mal weiter. Wo ist das nochmal? Ach Gott, ich... Da. Da können wir upgraden und das ist gut so. Ansonsten würde ich gerne noch wissen, ob man die Leuchtrüstung färben kann. Das probieren wir dann direkt auch noch aus. Das müssen wir aber dann in Hateno machen. Ich glaube, das geht woanders gar nicht. In Hateno kann man umfärben, aber jo, nee, habe ich sonst bisher nicht gesehen. Naja, jedenfalls. Wäre cool, wenn es in anderen Farben leuchten könnte. So blau, ja, ist okay, aber vielleicht zu Standard, ne? Was wäre denn lustig? Rosa? Nee, grün wäre cool. Grün wäre ziemlich cool, oder? Ich glaube, grün wäre okay. Mir würde es gefallen. Kein Hase hier? Habe ich die Hasen schon richtig hart vergrault aus dem Gebiet, hä? Ein paar Glöckchen. So, upgrade meine Rüstung. Hallo! Ja, bitte. Bitte upgrade. Und das geht alles nicht. Kann ich es denn überhaupt upgraden? Ja, mit Leuchtsteinen. Und Bogblin-Herzen. Ja, verdammt, die habe ich alle verkauft. Oh nein. Schneestiefel geht nicht, Donnerhelm geht nicht. Aber die Leuchthose geht sogar. Funny. Na ja, gut, dann upgraden wir erstmal das hier. Bla bla bla. Gut, Level 3. Können wir das nochmal? Nö, können wir nicht. Okay, dann probieren wir das Umfärben.
Das wäre doch noch ganz praktisch, ne? Oder zumindest würde ich das ziemlich feiern. Muss natürlich nicht sein, aber ich würde es feiern. Ganz einfach. Wäre halt einfach cool. Aber ich glaube fast nicht. Dann wiederum, warum? Warum glaube ich das? Ne, keine Ahnung. So, es fehlen noch wie viel? 28 Schreine. Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben auch ein paar Schrein-Quests, soweit ich weiß. Wir müssten die nur mal machen. Die habe ich bisher nicht so wirklich gemacht. Die habe ich ein bisschen ignoriert, bin ich ehrlich. Einen Schrein haben wir auf jeden Fall auf der Karte schon entdeckt. Aber haben ihn noch nicht gemacht. Wie sieht's denn aus mit den Quests? Oh, ich gehe mal ins Falsche. Schrein-Quests haben wir. Jo, wir haben hier 5 Stück. Die müssen wir einfach nur machen. Gut, dann müssen wir das halt mal angehen, die Tage. Vorher färben. Wir wollen färben. So, wo ist die Rüstung? Wo ist die Rüstung? Da ist die Rüstung. Und wir wollen färben. Ich möchte färben. Bitte geht es, bitte geht es. Warte, ist es schon grünlich, oder? Oh, es geht. Ach, aber nicht... Oh, das Leuchten kann man nicht ändern. Schade. Naja, ich meine, so schwärzlich ist es ja schon, glaube ich, gewesen. So war es, glaube ich. Kann das sein? Naja, also weiß wäre komisch. Das ist dann irgendwie gay. Rot würde vielleicht auch komisch aussehen. Ja, dann gefällt es mir nicht mehr so arg. Das sieht irgendwie fast aus wie so ein Superheld. Also ich finde es auch cool, wie es eine Wrestling-Maske eigentlich ist, oder? Sieht ein bisschen so Rey Mysterio-mäßig aus. Auch lustig. Funny. Ziemlich funny. Ha, was machen wir denn? Welche Farbe wollen wir? Oh, so ein grelles Lila wäre cool gewesen, aber geht ja nicht. Wenn wir es blau machen. Ha, ich kann mich gerade nicht so gut entscheiden, sorry. Das sieht halt einfach echt Wrestling-mäßig aus. Vielleicht passt das am besten. So ein Dunkelblau ist, glaube ich, cool. Wie viel würde es denn kosten? Was? Ich habe nicht genug. Och. Wie kann das sein? Was kostet Dunkelblau denn? Verdammt. Egal. Eigentlich müsste man mit der Rüstung so rumrennen, dass man keine Waffen auf dem Rücken hat. Sonst kommt es nicht so gut zur Geltung. Das sieht aber schon extrem lustig aus. Naja gut, wir können es färben. Wir können es upgraden. Müssen wir nur noch Sachen sammeln, um das zu können. In der nächsten Folge würde ich sagen, probieren wir mal die ganzen Schrein-Quests. Was für eine hatten wir denn gerade reingenommen? Ich sehe gar keinen Punkt. Ach Gott, wo ist denn das markiert? Ich sehe gar nichts. Bin ich blöd? Ha, muss ich mal suchen. Aber ja, theoretisch sollte es irgendwo leuchten. Aber ich sehe es nicht. Ja, muss ich mal gucken. Fakt ist, wir haben Quests und wir sollten die machen. Ach, ich habe nichts markiert gehabt. Ja, ich bin ja auch ein Idiot. Was wäre das erste denn? Irgendein Tunnel, ne? Ja, dann gehen wir halt nach Goronia. Fuck it. Gucken wir mal nach, was da ist. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen, Leute. Tschüss. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst, tü-tü.